Ja. Irgendwie. Was zum. Das geht ja. Das nimmt ja gar kein Ende. Erstmal möchte ich wieder hier die Gegend quasi sicher wissen. Dass ich nicht von irgendwas anderem überrascht werde. Wenn ich schon von einem. Ja. Von irgendeiner Falle überrascht werde, dann möchte ich nicht noch von irgendwelchen Nebengegnern überrascht werden. Das muss nicht sein. Ah, jetzt ist ja wieder der Weg. Moment mal, der muss ja dann. Ah, okay, das ist dieser Weg. Ja, den können wir dann gleich mal noch lang gehen. Nachdem ich jetzt hier mal weiß, woran ich jetzt hier bin. Oh mein Gott. Oh, da unten waren noch ganz schön viele rote Punkte. Sind wir denn schon bei den Bergtrollen? Nee, noch nicht ganz. Wow. Nicht schlecht. Und es liegt mitten in der Mitte eine Karotte. Habt ihr das gesehen? Ach ja. Ja, jetzt fühle ich mich doch irgendwie wohler, wenn ich das so mache. Sehr schön. Okay, aber das war's denn scheinbar. Ja, dann machen wir uns mal ganz unauffällig daran. Unauffällig. Das alles einzusammeln. Violetter Trank. Ja, es ist ein schönes Violett, liebe Spieleentwickler. Ich muss schon sagen. Super Ausdauer. Zerstörte Plattenbeinschienen braucht man nicht. Super Magie. Super Gift. Darüber freuen wir uns jetzt. Können wir mal auch noch gucken. Oder besser gesagt, kann ich das vielleicht mal in irgendeiner Zusatzaufnahme oder ja, offscreen quasi machen? Dass ich vielleicht mal noch Giftflaschen irgendwo anders einsammle, aber ich glaube, die habe ich immer verkauft. Die habe ich nicht liegen lassen. So, Goldmünzen. Neuwertig Breitaxt. Früher oder später bin ich wieder überladen. Große leere Flasche. Poliert Kampfstab. Goldmünzen sammeln wir erstmal noch ein. Goldmünzen Heilung. Dietrich. Große Fleischkeule. Ja, poliert Kampfstab. Okay. Da ist sie, die Karotte. Und wir verschmähen sie. Wir lassen sie einfach liegen. Ganz eiskalt. Okay. Dann folgen wir jetzt mal hier dem Weg. Ach so, geht's jetzt hier eigentlich irgendwo hoch? Das würde ich mal ganz gerne noch wissen. Ja, zumindest hat Bruce hier noch keinen Weg erkundet, der dort hochführen könnte. Aber bis jetzt haben wir da oben auch nichts Interessantes entdeckt. Irgendjemand hat hier schon gerodet. Nicht gerodet, sondern gewildert. Bevor wir hier aufräumen konnten. Mal sagen, die Käfer haben die Wölfe gefressen. Was ist das für ein Wald, in dem Käfer Wölfe fressen? Das wollen wir uns mal lieber nicht vorstellen. Naja, aber wir wissen ja, wie die Käfer hier drauf sind. Nein, hier ist auch nichts. Hier irgendwo hochzukommen. Nein, wahrscheinlich bleiben wir hier unten. Oh. Hier ist ja eine Mauer. Und ein Käfer. Ein Grüß, den trifft man wieder nicht. Na also.
Wahrscheinlich würde es tatsächlich sehr viel weiterhelfen, wenn wir einfach diese Bogenkunde lernen würden. Ah, so langsam werde ich doch wieder gierig nach Fertigkeitspunkten. Es gibt so viele spannende Sachen, die man lernen könnte. Das ist immer das Problem bei einem Rollenspiel, oder? Eine weitere Truhe. Es ist verschlossen. Ja, kein Problem für uns. Zwei Händler des Todes. Ich bin überladen. Ach, das war so klar. Was wird mehr wert sein? Das? Oder das? Wahrscheinlich das Schwert. Ich speichere mal wieder zwischendurch. Aber es scheint es mehrere Wege zu geben. Wo führt denn dieser Weg dort oben denn eigentlich hin? Ach so, der endet quasi dort in der Ruine. Aha. So, zwei auf einmal, das lohnt sich doch dann. Ja, hier gibt es auch nichts weiter. Schade. Achso, dort war unser Schild jetzt drin. Oh. Läuft extra brav auf dem Weg herum. So. Ich glaube, ja, wir kommen hier einfach nicht hoch. Das Spiel möchte nicht, dass wir hier hochgehen. Schade. Na gut, dann ist das wohl so. Dann haben wir diesen großen, hässlichen, schwarzen Fleck auf der Karte. Wir haben ja das letzte Mal versucht, dieses Schwarz ein wenig aufzudecken mit diesem wahren Blick oder was es war. Oder der Blick des Zauberers, so rum. Aber es hat nicht funktioniert. Und ich bin mir nicht sicher, ob das irgendein Bug ist oder ob ich nur einfach zu blöd bin, das zu verstehen. Wir haben ja schon... Also, gut, okay. Ich habe ja schon bei der Telekinese gemerkt, dass nicht alle Fertigkeiten für mich persönlich intuitiv einsetzbar sind. Sondern manchmal erfordern sie auch ein wenig Übung vom Spieler. Was jetzt prinzipiell aber eigentlich auch keine so schlechte Idee wäre. So ein Rollenspiel, wo man dann quasi, man lernt grundsätzlich die Möglichkeit, das auszuführen. Aber man muss es halt als Spieler trotzdem erstmal noch erlernen, wie es funktioniert. Naja, ich wette auch, solche Spiele gibt es zuhauf. Ja, und das Rollenspiel, was ich jetzt hier auch nach Divine Divinity oder währenddessen besser gesagt... dann auch mit anfangen möchte. Wir sind ganz in der Nähe der Bergtrolle. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ja, wir sollten uns heilen. Oder zumindest einen Trank nehmen. Speichern. Jedenfalls ja, dieses Rollenspiel, das ist so ein bisschen so. Da reicht es nicht, dann einfach nur zu klicken und auf den Tasten rumzuhämmern, weil man das quasi prinzipiell gelernt hat, sondern muss dann doch als Spieler ein bisschen mehr Geschick an den Tag legen. Und ich bin mal sehr neugierig, inwieweit mir das gelingen wird. Mal gucken. Okay, na dann. Liebe Bergtrolle, wo seid ihr? Saphiro? Nun denn, Abenteurer, ihr seid angekommen. Aber... Von einem Gemetzel, das erst vor kurzem hier stattgefunden haben soll, sehe ich keine Spuren. Wo sind die Trolle? Wo ist das Lager? Mir scheint, unsere List hatte Erfolg. Wir wurden geschickt, uns eurer anzunehmen.
Die Hexe beschrieb euch auf das Genaueste und versprach uns für euren Tod eine reiche Entlohnung. Wie könnt ihr euch sicher sein, dass ich der Gesuchte bin? Iona trug uns auf, nach einem prahlerischen Freibeuter zu suchen, dessen Kleidung jeglichen Geschmack vermissen lässt. Hey, es passt farblich zu meinen Augen, seht ihr das nicht? Ich will einen Besen fressen, wenn ihr das nicht seid. Kleidung ohne jeglichen Geschmack? Ich? Das sagt einer, der sich wie ein farbenblinder Ork kleidet. Euer Humor wird euch nicht retten. Ergreift ihn, er darf diesen Ort nicht lebend verlassen. Eine Schande, meine ruhmreiche Kampfkraft an euresgleichen verschwenden zu müssen. Eieieiei. Ja. Das tut mir ein bisschen leid, liebe Leute. Aber ihr wolltet es nicht anders. Goldmünzen, Goldmünzen. Attentäter, leichte Armbrust. Orange. Froststatue braucht man nicht. Ich bin überladen. Von einem Bernstein. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Wow. Ich bin überladen. Scheinbar haben die ich bin überladen. Belohnung schon kassiert bei den ganzen Edelsteinen, die sie bei sich tragen. Na gut, ich kann die Froststatue gut verkaufen. Und sie wiegt nichts. Und schon wieder eine mysteriöse Karotte. Vielleicht ist es die Karottenbande und sie lassen immer irgendwo Karotten fallen, wo sie gewütet haben. Was auch immer. Vielleicht haben sie halt da vorne jemanden überfallen. Ja, so viel zu Saphiro. Verrat. Ja. Das haben wir jetzt gelöst. Wir haben uns ihm gestellt, Iona sucht uns, ja. Wer ist Iona? Wir haben ja schon festgestellt. Iona steht jetzt hier nicht drin. Ionas Dungeon, da waren wir ja auch schon drin. Und auch da schon wussten wir nicht so genau, wer das eigentlich ist. Aber vielleicht hat ja der ein oder andere von euch schon eine Vermutung. Ach, ich bin überladen. Nehme ich dich jetzt auch noch mit. Ja, und wir haben unsere tollen Teleportationspyramiden noch nicht. Wie kommen wir denn jetzt am schnellsten zu irgendeinem Teleporter? Indem wir einen neuen finden. Dort wird Saphiro jetzt wohl nicht mehr stehen. Okay, gut. Das will ich euch jetzt nicht antun. Dann würde ich mal sagen, bis gleich.